ich finde traurig, dass da Daniel in der Tod und der Daniel und alles in den Hintergrund rückt. Ja, das war ja nicht nur mein Freund, das war ein Mensch. Und das ist ja auch eigentlich das Gesamtthema, die Übergriffe auf, insgesamt. Ja, das sind Menschen und da ist es eigentlich egal, ob dieser Mensch, der da getötet wurde, links, rechts, neutral, weiß, gelb, braun, es ist ein Mensch und das sollte man nicht vergessen. Und meiner Meinung nach haben das hier gerade aus der Stadtpolitik viele vergessen. Der Daniel war ein Freund von mir und ich habe für den Daniel ein Spendenkonto eingerichtet, also besser gesagt für die Familie, ja, weil ich der Meinung bin, die haben jetzt ganz andere Probleme und da sollte das finanzielle Problem halt nicht noch mit dazukommen. Und ich bitte echt jeden, wenn es nur 1 Euro ist, aber ich glaube, da hilft jeder Euro, um Beerdigungskosten zu bezahlen und die Familie halt finanziell ein kleines bisschen mit zu unterstützen. Naja, die haben wie wir alle quasi jeden Tag fleißig gearbeitet, um halt Familie und dem Kind was zu bieten, ja. Und auch den beiden, Daniel und Frau, ist das bestimmt wie so vielen anderen auch nicht leicht gefallen, trotz der vielen Arbeit, ja. Und deshalb möchte ich halt etwas Entlastung mit dazu beitragen. Wir kennen uns schon viele Jahre. Ja, und von daher kann ich, und das kann Ihnen eigentlich die halbe Stadt bestätigen, dass der Daniel wirklich ein friedliebender Mensch war, ein sehr fröhlicher Mensch war, der war hilfsbereit, immer ein Lächeln auf dem Gesicht. So, und deswegen kann ich mir das auch gar nicht wirklich erklären. Ich habe versucht, eine Ursache zu finden oder so, aber ich komme einfach nicht drauf. Was nicht passieren sollte, wäre jetzt, dass wir uns gegenseitig zerfleischen. Für die Familie wünsche ich erstmal viel Kraft. Für die Bürger in Chemnitz Ruhe. Und das war's eigentlich.